Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, hier mit Bobs Mods. Und seit dem letzten Mal habe ich hier noch ein bisschen Landausschüttung gefunden, so dass wir die Raketensteuereinheitenproduktion so weit erweitern konnten, dass wir nun alle 30 Maschinen hier am Start haben. Und da ich nun auch Platz hatte, habe ich hier die Schutzschilde nach unten geschoben, sodass wir hier etwas mehr Platz haben für einige mehr Schmelzen. Und ich denke, wenn wir da noch ein paar Produktivitätsmodule reinpacken, dann sind wir schnell genug, produzieren wir genug, dass wir hier alle Maschinen an den Start bekommen können. Was wir allenfalls schauen müssen, ist, wir haben hier ein blaues Fließband. Möglicherweise ist das zu wenig, aber wir können dann hier oben Teiler machen und das dann hier unten irgendwo in der Mitte wieder mit aufs Band legen. Was wir nun hier benötigen, ist Untergrundbänder. Vier Stück. Denn wir brauchen vier Eingangsmaterialien. Und der erste hier die Raketenbauelemente. Und dann haben wir hier die Raketenschutzschilde. Das sind zwei von den drei. Und dann haben wir auch die Leichtbauteile. Die haben wir hier oben auf dem Bus. Und ich glaube, die können wir direkt so absagen. Die werden wir nicht weiter hinten benötigen. Und dann fehlt uns nur noch der Raketentreibstoff. Wenn wir schauen, wie der hier funktioniert, dann brauchen wir dazu Hydrazin. Das ist eine Stickstoff-Wasserstoff-Verbindung und die, was ist das auf Deutsch? Die Stickstoff-Tetraoxid. Und da schauen wir am besten einfach mal, wie wir das hinbekommen. Dafür haben wir hier unseren Helm-Mod, der uns dabei hilft. Wir wollen einen Raketenbrennstoff pro Sekunde rausbekommen. Wir machen das in diesen Maschinen hier, die neuesten Chemiefabriken. Das heißt, wir brauchen 9 davon. Nun wird es aber interessant, wo bekommen wir den her? Und das ist noch recht einfach. Aber wir müssen auch hier die einzelnen Bauschritte mit berücksichtigen. Gut, da haben wir jetzt nur noch molekulare Bestandteile und hier ebenfalls. Und den machen wir ein bisschen nach oben.
den in dem Fall auch. Denn hier unten wollen wir die Gesamtmenge haben, die wir brauchen für Wasserstoff, Stickstoff und für Sauerstoff. Dann können wir das so machen. Hier die Ausspaltung. Beziehungsweise machen wir das so. Zuerst schauen wir, dass wir den Wasserstoff bekommen. Den machen wir so. Und dann haben wir denn 250? Yep. Dann haben wir auch schon allen Sauerstoff, den wir brauchen. Hier verwenden wir aber auch wieder die besten Elektrolyser. Und dann brauchen wir hier noch Stickstoff. Den machen wir mit den Einern. Okay, das heißt, wir brauchen da fast einen Kompressor pro Chemiefabrik, um uns genügend Luft zuführen zu können. Das scheint nicht allzu viel Aufwand zu sein. Hier müssen wir noch den molekularen Wasserstoff hinbekommen. Den machen wir auch hier wieder in den besten Destillatoren, die wir haben. Das heißt, da brauchen wir dann noch zwei dafür. Ich dachte, das wäre wesentlich komplexer, braucht ein größeres Setup. Aber das meiste, was wir hier dann haben, sind die 13 Elektrolyser, um aus Wasser die molekularen Bestandteile hinzubekommen. Und während ich das hier aufbaue, sollten wir vielleicht hier die letzte Forschung noch anstoßen, damit wir dann auch einen Satellit bauen können. Und da unsere Rakete ins All schießen. Aber ich mache mich jetzt erstmal hier ran und bastle mir eine Raketentreibstofffabrik. Ich glaube, ich habe das Setup hingekriegt, aber so ganz ohne Strom ist das ein bisschen schwer zu beurteilen, insbesondere da man nicht sieht, was für Gase oder Flüssigkeiten in welchen Leitungen sind. Hier unten haben wir die Umwandlung von Wasser in molekularer Form, dann hier die Ausspaltung für Wasserstoff und Sauerstoff, das heißt, hier haben wir dann Sauerstoff drin, hier Wasserstoff und hier oben bekommen wir noch den Stickstoff raus, den wir dann hier zusammen mit dem Wasserstoff zu Stickstoff Ammoniumnitrat verarbeiten. Das kommt dann in dieses Fass rein und dann haben wir hier, da nehmen wir das Ammoniumnitrat plus Wasserstoffperoxid, das wir hier auch wieder aus Sauerstoff und Wasserstoff produzieren und machen daraus, wie heißt es denn auch immer, das Hydrazin. Und
Der andere Baustein, den wir dann noch brauchen, ist die Stickstoff-Sauerstoff-Verbindung. Dafür brauchen wir Stickstoffmonoxid. Das machen wir aus Wasser, aus dem Nitrat plus Sauerstoff und bekommen da wieder Wasser raus, das wir da wieder in unseren Kreislauf geben. Und da müssen wir sicherstellen, dass wir von hinten nicht mehr Wasser bekommen, als wir benötigen. Nicht, dass unser Kreislauf stoppt. Denn wenn wir das so anschauen, brauchen wir einfach initial ein bisschen Wasser, aber dann sollte das Ganze sich von selbst unterhalten. Aber wir wollen natürlich sicher sein, dass wir da auch bei Verlusten genügend am Start haben. Aus dem Stickstoffmonoxid machen wir Stickstoffdioxid. Da brauchen wir dann noch etwas Sauerstoff dazu. Und dann der letzte Schritt, recht einfach, aus dem Stickstoffdioxid machen wir, was immer das dann auch ist. Und das ist der zweite Baustein für den Raketentreibstoff. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir hier das Ganze mit Strom verbinden können und ob uns dann hier auch alles funktioniert. So. Zumindest Strom hat alles. Vielleicht müssen wir auch hier für die Elektrolyse noch den Wasser anschließen. Und dann sollte langsam alles anlaufen. Ja, die produzieren. Falschen Anschluss, denn hier müssen wir das hier hin haben und dann produzieren wir auch auf dieser Seite und damit auch hier unten und dann sollten wir alles haben, was wir hierfür benötigen. Genau. Und sobald wir hier genügend Gase für alle Chemiefabriken haben, werden wir auch genügend Raketentreibstoff herausbekommen. In der Zwischenzeit ist auch unsere Forschung für den Satelliten durch und da haben wir fast alles. Wir haben die Raketensteuereinheiten, wir haben Leichtbauteile, wir haben Raketenbrennstoff. Silber-Zink-Batterien sind auch am Start und Radare haben wir auch. Alles, was uns fehlt, sind die Generatoren. Die sind da drin und dafür brauchen wir Plutonium und Sodium-Kobaldit. Und das werden wir wahrscheinlich nicht hier vor Ort produzieren. Aber was wir machen können, ist ja eben so eine Fabrik.
Da machen wir den Satelliten drin. Wir müssen den einen rausnehmen. Da brauchen wir einen Greifer, der etwas länger ist. Und hier auch wieder lange. Und dann brauchen wir eine Anbieterkiste. Hier hin. Und was wir hier brauchen, sind Radare. Und die hier. Plus die Zinkbatterien. Plus die Zinkbatterien. Und dann machen wir das so. Und dann würde das alles funktionieren, sofern wir die nötigen Thermoelemente hätten. So. Aber dafür brauchen wir eben noch Plutonium. Und ich denke, das ist ein Kapitel für sich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir hier den Raketentreibstoff aufgebaut haben. Und hier die Lücke ist absichtlich, damit wir hier Beacons platzieren können. Und was wir dann wahrscheinlich auch brauchen, hier auf dieser Seite, Ausgang. Aha. Für die Fläschchen, und das machen wir mit einem Belader. Und vielleicht setzen wir den so etwas rauf, damit wir schön rundherum unsere Beacons platzieren können. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut auch nächstes Mal wieder zu, wenn wir versuchen, hier den ersten Satellit fertig zu bauen. Also bis dann und tschüss!